Dort haben wir ein paar Rohre und dort haben wir ein paar Löcher. Jetzt nehmen wir diese Rohre und tun sie an diese gottverdammten Löcher, die an dieser gottverdammten Wand sind. Und jetzt... Rätsel gelöst, glaube ich. Also laut der Komplettlösung gibt es nur drei Rohre und ich bin jetzt sehr zufrieden. Also willkommen zurück zu Display Amnesia The Dark Descent. Im letzten Part, beziehungsweise nicht im letzten Part, aber im Bonus-Part haben wir Rohre gehabt und sind damit hinuntergelaufen. Und das war's dann auch schon wieder. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur Zisterne und eigentlich sollte es jetzt schon funktionieren. Ich weiß es nicht, vielleicht schon. Mhm. Also, los geht's, bitte. Danke. Kann ich das jetzt? Nein, warum denn nicht? Erklär's mir, warum nicht, Okay, Mementos, sagt ihr mir irgendwas? Na, natürlich nicht. Fahren bla bla. Maschinenausstattung? Nein. Maschine? Oh Gott. Oder welche Maschine ist denn das? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich glaube, das ist die andere Maschine, die da war. Aber das stört mich gerade ein bisschen. Hä? Aber es muss doch gehen. Die komplette Lösung hat gesagt, es gibt drei Rohre. Und diese drei Rohre sollen wir da dran platzieren. Und ich habe sie dran platziert. An dieser Wand. Also, bitte. Ich nehme jetzt mein Handy. Ja, und während ich hier langlaufe, muss ich erstmal das Internet wieder anschalten von meinem Handy. Ich kann auch gerne rennen. Nein, dann bin ich zu schnell, oder? Ach, egal. Jetzt google ich nebenbei. Amnesia. Komplettlösung. So. Jetzt öffnen wir nebenbei diese Tür. Ich habe nur eine Hand frei, deswegen tut es mir gerade leid. Also so, hier, das müsste es sein. Ich lege es wieder auf meinen Tisch ganz vorsichtig und wir scrollen jetzt einmal ganz weit runter. Ganz weit. Und zwar ist hier. Genau hier. Mhm. Nein, noch nicht. Ja. Gehen wir raus in den Raum. Links am Ende nehmt eure Rohre und tragt sie an die linke Wand. Dort seht ihr Löcher, in die drei Rohre passen. Sie werden automatisch befestigt. Jetzt lässt sich die zweite Brücke draußen runtersenken. Nein, tut sie nicht. Nein. Ernsthaft jetzt? Hä? Was soll der Scheiß? Das geht nicht, nee. Muss ich dir irgendwie... Okay. Warum sagt die Komplettlösung mir das nicht? Das verstehe ich nicht, warum... Das ist eine scheiß Komplettlösung, du hast mich belogen. Also traut nicht der Komplettlösung, die da irgendwo bei Google war. Genau der. Mhm. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Meine Fresse. Nehmen wir jetzt, die Rätsel sind echt übelst einfach. Das ist das Problem, was ich habe. Die Rätsel sind so einfach und ich verstehe sie einfach nicht. Weil sie viel zu einfach sind. Sie sind einfach komplett sinnlos. Man muss sich darüber nachdenken, was man macht. Man muss einfach nur irgendwelche Rohre irgendwo platzieren und weiß ich was. An sich würde es bestimmt irgendeine sinnvolle Lösung geben, aber keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung. So, kann ich jetzt benutzen. Ja. So. Komm her. Ja, genau, das bleibt hängen. Dachte ich mir schon. Denn jetzt muss ich runter. Epische Leiteranimation. Ich hab gar keine Arme! So. Wir nehmen uns hier einen Stein. Den werfen wir oben auf diese Plattform. Jetzt gehen wir nach oben. Und es dauert wieder jahrelang. Yay! Und jetzt nehmen wir uns diesen Stein hier oben und werfen ihn gegen diese Brücke da oben. Und bam! Oh, ja, stimmt, ich muss sie gegen die Kette da oben werfen. Ja, danke, jetzt habe ich Fallschaden bekommen. Das war schon mal sehr intelligent, nicht wahr? Komm mal, Mann, warum bin ich so dämlich? Das kommt davon, wenn man so viele Spiele spielt, bei denen man sich automatisch regeneriert. Also jetzt nicht auf meinem Display-Kanal, ne, und so, sondern so nebenbei, so privat. Und da spiele ich total schlechte Spiele irgendwie und... Ja, ich weiß auch nicht. Und die sind alle viel zu einfach. Und da regeneriert man sein Leben automatisch. Und deswegen springe ich einfach immer überall runter, weil es mich eh nicht interessiert, ob ich jetzt das Leben verliere oder nicht. Naja, so. Danke. Oh, okay, Brücke ist unten. Grandios. Und jetzt durch diese Tür in die Leichenhalle. Leichenhalle klingt gut. Sehr gut sogar. Ja, definitiv. Oder sowas in der Art jedenfalls. Mhm. So, Ladevorgang ist übrigens sehr toll. Ist schon fast so lange wie im Bloodborne. Nicht ganz, aber fast. Nein, eigentlich nicht. So. Do you see, Daniel? It has yielded.
what? The shadow. Ooh. As for now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Nein, Daniel. Nein, Daniel. Es gibt in der Leichenhalle keine Leichen. Hi, du. Aber ich kann dich nicht bewegen. Was ist das da unten, Papa? Erklär's mir. Der Kopf ist immer noch in der Totenstarre und kann nicht älter als einen Tag sein. Aha, also sind hier diese Untersuchungen ganz... vor ganz kurzem geschehen. Oh mein Gott. Okay, lassen wir das. Ich diskutiere jetzt gar nicht weiter darüber. Ich werfe dich mit deinem Stuhl ab, okay? Danke. Oh, eine lustige... Was auch immer du bist. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Ich Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss, wie Agrippa mir. Ach ja. Und Impfstoffversuche. Cool. Eine leere Schublade und... Oh. Laudanum und... Zunderbüchse. Yay. Und eine Tür, die offen ist. Okay, die ist offen. Ja, ja, die ist offen. Und da sind mehr Leichen. Schön hier. Was macht ihr da? Warum? Was war das hier für eine kranke Orgie, Mann? Nein, aber ganz im Ernst. Warum ist da... Was ist das? Was soll das darstellen? Das erinnert mich jetzt gerade an Zombie U. Wahrscheinlich weiß niemand, was ich gerade meine, aber ich meine das Wasser, was die Wand runterrinnt und außer wie ein böser Mann, der mich anguckt. Und ich hatte Angst. Hatte ich nicht, ich weiß. Überall Leichen. Warum können die Leichen nicht was anhaben? Ich finde das sehr pervers. Sehr, sehr pervers. Und ja. Mhm. Ich habe gerade keine Argumente für irgendwas. Oh, da ist wieder so ein lustiges Krabbelviech halt. Und das sind Blumen. Blumen. Das ist ja echt nichts. Hier ist gar nichts, ne? So, kann ich bitte da hoch? Nein, du hast auch nichts. Warum existiert dieser Raum? Ich verstehe es nicht. Okay, vielleicht hat das irgendeinen Sinn, aber ich weiß nicht welchen, okay? Okay. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Vielleicht folgen wir auch einfach mal dem Blut. Das wäre auch eine Idee. Und zwar hier lang. Hier ist immer noch gut, okay. Mhm. What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Okay, aber viel wichtiger, was ist das kupferne Rohr? Was kann ich damit machen? Das kupferne Rohr. Journal, was will ich überhaupt machen? Eine Leiche in der Leichenhalle ist nur ein Teil. Ja, danke. Aha, soll ich jetzt die Leiche damit untersuchen oder was? Mit einem kupfernen Rohr? Naja, ich glaube, ich muss das kupferne Rohr erstmal irgendwo mit kombinieren oder nicht? Ach, keine Ahnung. Warum gehst du so langsam, Daniel, auf einmal? Keine Ahnung. Das ist ja aber kein Monster. Ich meine, das ist hier viel so klein, dieses Gebiet, als das hier ein Monster sein könnte. So kann ich dich jetzt damit untersuchen oder so. Es dringt nicht in den Schädel ein. Na dann helfe ich dir mal mit dem Hammer und Hammermeißel. Nein? Wie wär's denn mit dem mit der hölzernen Kurbel, oder? Es dringt nicht in den Schädel ein. Nehmen wir die Säge. Komm, schneid den Schädel bitte auf. Nein? Okay, ist ja gut. In dem Fall, habt ihr noch was dabei? Nein, dachte ich mir. Wenn ich euch auf euch rumtrampel, bringt's auch nichts, oder? Das ist eine Notiz, bringt bestimmt nichts. Solchen Ausbruch. Ah, so, okay. Oh, eine Zunderbüchse, die brauche ich unbedingt. Mhm. Hier ist echt nichts, ne?
Okay, was willst du haben? Du willst ein Rohr, aber es dringt nicht in den Schädel ein. Das heißt, ich muss ein Schädel kaputt machen. Kann nicht kombiniert werden und... Ey, hör auf damit. Kann nicht kombiniert werden und... Nein! Kann nicht kombiniert... Was? Kann doch kombiniert werden, okay. Es dringt nicht in den Schädel ein. Dringt es denn irgendwo anders ein? So in deinen Bauch oder so? Nein. Es muss in den Schädel rein, auf jeden Fall, aber... Aber wie soll ich das denn... das Gute ist ja, ich könnte jetzt mein Handy in die Hand nehmen. Und könnte jetzt nachgucken, was als nächstes kommt. Den was? Handbohrer? Du bist der Handbohrer. Okay. Hä? Also muss ich das doch. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich bin verwirrt. Handbohrer. Ich muss... Hä? Da stand, ich muss mich auf den Tisch stellen. Ich glaube aber nicht, dass ich... Ist das... Okay, ich diskutiere schon gar nicht. Und jetzt? Muss ich was machen? Ah. Okay, und was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht, bitte? Ich verstehe es nicht, okay? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Das Teil hieß... Oh, ja, wirklich, tatsächlich. Das Teil hieß Spritze. Und es ist tatsächlich... Warum habe ich das nochmal getan? Mementos, was sagt ihr dazu? Ah, keine Mementos fanden, das ist... Immer wenn man sie braucht, sind sie nicht da, ne? Ganz ehrlich. So, im Ernst jetzt. Aber nochmal. Im Ernst jetzt? Ich hab keine Ahnung. Seuchenausbruch. Bla. Impfstoff. Bla. Ah, ja, ich hab's schon verstanden. Okay, alles gut. Ja, ich sag dazu jetzt nichts, ne? Ich hab mich nicht erschrocken. Nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Nein, hast du nicht. Komm hier nicht rein. Du hast gar kein Recht dazu. Ernsthaft nicht. Wer ist übrigens nicht verstanden? Ich muss in die Kanalisation jetzt gehen. Ich hab mich jetzt geimpft. Könntest du bitte weggehen? So, das wäre sehr nett von dir. Und so. Ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe. Okay. Einfach mal. Was war das jetzt? Warum hat sich die Tür geschlossen? War das alles aus Versehen oder ist der Gegner dagegen gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Auf so verschwommen zu sein. Was ist das? Naja, es ist nur für den körperlichen Zustand, aber nein, das geht schon noch. Okay. Okay, ich möchte eigentlich nur durch die Tür eben gucken, aber... Okay, da ist er. Okay. Wie komme ich an ihm vorbei, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich konnte jetzt... Ja, ist eine gute Frage. Was konnte ich denn jetzt? Gehen wir mal hier lang, ne? Wird schon gut gehen. Da hinten ist er irgendwo, ne? Da, ganz schnell zur Tür. Okay, hätte sich geklärt. Irgendwie muss ich sagen, sind die Begegnungen mit den Monstern fast zu kurz oder so. Ich meine, die schwerste bis jetzt war die erste. Da wurde ich auch zweimal getroffen, weil ich einfach lang gerannt bin, aber wenn ich nicht lang gerannt wäre, ist sehr schwer gewesen. Und die anderen waren bis jetzt einfach nur so ungefähr 5 Sekunden lang und meistens waren die Gegner eh weg, sobald man sie einmal gesehen hat. Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht bin ich auch einfach zu gut für das Spiel. Ja, deswegen gucke ich auch alle 5 Meter in der Komplettlösung. Ja, genau deswegen. Und jetzt kann ich hier lang, oder wie? Ich habe ein bisschen Geistesprobleme, ne? Ja, Punkt habe ich ein bisschen. Gehen wir mal hier rein. Obwohl, nee. Oder doch? Ah, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ach komm, nee, ich nehme jetzt einfach noch ein Part auf und das war's jetzt für heute, glaube ich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Nein. Doch. Ja. Kanalisation beim nächsten Mal, ne? Ja. Warum diskutiere ich überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Naja. Ciao.